Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge und es geht weiter mit der nächsten Folge The Golf Club und der Golf Country Club, der Colt Country Club ist unser nächstes Ziel, ja, bei den Garand Classic, die hier von den Usern erstellt wurden und Savage Hills, da haben wir eine Plus 4 hinter uns gebracht, ja, war nicht perfekt, jetzt heißt es aber wieder von vorne ab unter Paar. Irgendwie. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. So, das sieht ja schon mal gut aus hier mit Wasser. Wo soll der bitte hin? Wo ist denn die Fahne? Ach, das ist ein Par 4. Kommen wir hier aufs Grün. Moment, 265, also es geht bergauf. Ich würde sagen, wir hauen den einfach mal voll in die Richtung. Oh. Ja. Also, da sind wir doch schon mal, wenn der jetzt langsam mal anhält, sind wir doch schon mal auf dem Grün mit dem ersten Schlag. War jetzt nicht so schwer, aber... 65 Feet, boah, das wird ein langer Putt. Meine Fresse. So, gibt's hier einen Break? Ja, das ist alles so ein bisschen leicht nach links, ne? So, jetzt muss ich nur mal gucken. Also, da müssen wir ja richtig aufdrehen. Also, bis hier müssen wir. Ah, der geht doch schon weg. Jetzt darf er langsam auch mal anhalten. And for the bird. Ja! Decent little putt there. Also, es geht los mit einem Birdie. Mensch, auf dem ersten Loch direkt. Was ist denn hier los? And second hole coming up. Schönes Ding. So, weiter geht's. 191, wieder ein großes Grün. Es geht wieder ein bisschen bergauf. Kann man, glaube ich, dann auch nehmen. 195 Hertz, ja, passt. Ja, der kommt auch ganz schön. Oh ja. Oh, ist der schön. Bisschen zu weit, aber geht in Ordnung, ne? Okay, nice approach. Okay, for the birdie. Jetzt muss der rein hier. Na! To save par. And a schade, decent little putt to das wäre die Chance gewesen, um auf 2 unter zu gehen, aber na gut. Wir haben ja noch genug Chancen, ne? Was okay, soll's. Send this little ball on its way. Ja, ich glaube, wir nehmen dann lieber mal hier so ein Eisen. Und vielleicht noch ein kleineres. Ja, das passt. Bisschen rechts. Oh nee, bitte nicht in den Thruff. Scheiße, das macht's nicht unbedingt einfacher hier, diese blöde Insel da. Was ist das denn auch für eine Bahn, ey? Wer hat sich das denn ausgedacht? Kommen wir doch nie im Leben hin. 80%? 74. 192. Boah, wollen wir es riskieren? Ach komm, was soll's. Nee. Heading towards the water. Okay, so we're right around 180. Aber wir liegen immerhin jetzt auf dem Fairway. So, also Wind 282. Weniger würde ich glaube ich auch nicht nehmen. Das müssen wir wirklich schon machen hier. Der kommt gut. Oh, da doch ein bisschen weit. Nee, passt. Oh, habe ich eben schon Angst gehabt. Ja. Wird ein Double Bogey werden, kann ich euch jetzt schon sagen. Leicht nach links. 16 Yards. Sollten wir das 9er nehmen?
Komm. Schade. Aber sah gut aus. Haben wir auch schön das, nice das Double gerettet. Naja, was soll's. Dann sind wir jetzt leider wieder bei plus 1. Coming off the dreaded double bogey on that last hole. Let's see if we can start fresh here. So, auf geht's. I hate the hook. Ja, da müssten wir wahrscheinlich eh vorlegen. Also, die Fahne ist, glaube ich, noch ein gutes. Ja, ja, 320 Yards. Nee, dann ist es auch egal. Versuchen wir hier nur irgendwie unter den Bäumen durchzukommen. Uns aufs Fairway zu legen. Da würde ich fast sagen, nehmen wir ein hohes Eisen, damit wir bloß nicht in die Bäume kommen. Vierer, Dreier, ja. Oh Gott. Ist ja mitten durch die Bäume. Haben wir Glück gehabt, dass der nirgendwo gegen ist. So, das geht doch. 160 Yards ungefähr. Das kann man machen. So, we have about 165 yards to go still. So, 158, 145 ist, glaube ich, besser. So, wobei. Nee, lieber das hier. Ah, super. Ja, der war schön. Den können wir nehmen. Wunderbar. Nice, nice. You're on. This is for birdie. Komm, das sollte doch jetzt wieder ein Birdie werden. Mann! Alright, nice little two. Ach, komm schon, ey. Da haben wir echt Pech jetzt. Okay, moving along. Das ist echt schade. Okay, here we go. Das ist echt schade. So, weiter geht's. Joa, leichte Kurve. Die war gut, dass sie da war. Ja, gut, geht bergauf, ne? Da rollt er dann nicht mehr wirklich weit. 250 Yards. Right around 175 Yards out. 170. Ja, da Rückenwind. Nehmen wir lieber den hier. Vielleicht ist der sogar auch noch zu weit, aber ich glaube, sollte schon klappen. Ah, hätte doch auch einer weniger noch ausgereicht. Schade. Nice. For the bird. So, wie sieht's aus? Grün ist ziemlich eben. Hier vorne, ja, geht ein bisschen, max ganz minimal, ein bisschen nach links, nach rechts weg. 41. Hätten wir den mal gerade gespielt, ne? Alright, nice little 2-foot putt. Ist okay. Get out of here. Eine 4 können wir hier, glaube ich, ganz gut nehmen. And that'll keep you at one over for the round. Keep an eye on that wind, could come into play. Was macht der Baum da? Ich hoffe, das sind ein paar drei. Ja, gut, dann kommt der Baum auch noch ins Spiel. 132, das ist natürlich ziemlich kurz. 120, aber da ist Gegenwind. Dann nehmen wir lieber. Dann nehmen wir doch lieber die 9, das 9er Eisen. Looking good. Ja, der ist gut. Ja. Ja, kann man nehmen. On the green, but you still got a lot of work to do. Alright, we got a 22-footer. Let's see if we can do this. So, was haben wir hier? Da hinten bricht's nach rechts so ein bisschen, hier eher nach links. Komm. Schade. Also, wir haben echt kein Glück mit dem Putz, ne? Da darf gerne mal der ein oder andere noch fallen, aber was soll's. Okay, so that'll keep you at one over for the round. All right, let's let her rip. So, was haben wir hier? Boah, ist das weit. Da möchte ich echt nicht abschlagen. Yeah, it didn't sound right. Oh nein.
Da haben wir sogar noch Glück, dass der nicht ins Wasser ist, aber warum jetzt so ein sowas? Oh, und da haben wir sogar noch eine... Ah, mit ein bisschen Glück kommen wir hier vielleicht doch noch mit dem dritten rauf. Wenn wir uns hier jetzt durchmogeln. Ja, nein. Oops. Okay, a little pro tip for you. The ball, 135. Boah, das könnte noch klappen. Das wär's ja. Also es geht bergab. Wir haben Rückenwind, aber die Lage ist auch nicht perfekt. Ich denke mal, wir können aber den Schläger nehmen. Es müsste eigentlich klappen. Ja. Ah, okay, haben wir noch das Paar gerettet. Also der hätte auch wirklich links noch ins Wasser rein fliegen können. Alright, 34 feet to the hole. So, wie viel? Jetzt kann ich es nicht lesen. 36. 36. Oh, das ist zu wenig. Oh. Zu viel, meinte ich. Okay, let's see what you can do with this 8-footer. Puh. Well done. Da habe ich auch schon gedacht, dass der vorbeigeht. And that'll keep you at one over for the round. Okay, it's time to send this ball on its way. So, 365, super, wieder auf einer Insel, ist ja ganz toll. Also, da müssen wir zusehen, dass wir hier auf jeden Fall nicht im Bunker, nicht im Rough liegen. Einfach rauf, scheiße, da ist ein Bunker, ne? Einfach right, rauf so aufs Fairway. Ah, oh, Mist. Das ist jetzt wieder Pech gewesen. I take back that last comment. So, 122, es geht runter. Gegenwindlage ist nicht gut. Oh, ich habe ein bisschen Angst. 145, also Lage, dann passt's. Geht runter, ja, das müsste eigentlich hinhauen, so. Komm schon. Ja. Gute Länge. Bisschen kürzer hätte er noch gedurft, aber das war mir dann doch zu riskant. Nehmen wir hier alright, gerne das Paar mit. Der ist aber jetzt zu kurz. Ah, der wäre fast sogar auf der Linie gewesen, glaube ich. Let's see if we can save par on this putt here. Well done. Ja, immerhin noch das Paar gespielt. Okay, so that'll keep you at one over for the round. Coming off a par on the last one. Let's see what happens here. So, was? Da nehmen wir natürlich einen Driver. Klar. Bisschen hier rüber. Nice. Should be in the fairway. Von wegen Fairway. Yeah, I stand corrected. It's the deep stuff for you. Danke. Ja, das wäre natürlich geiler mit dem Fairway, weil die 9, das 9. Loch ist hier wirklich ziemlich blöd. Würde ich sogar fast sagen, dass wir hier links das anspielen. Weil ich will hier jetzt echt nicht ins Wasser schlagen, jetzt wo wir schon so nah ein paar dran sind. Bleib. Ist das noch Fairway? Ja, ist Fairway. Glück gehabt. So, 45. Es geht bergauf. Leichter Gegenwind. Ja, das passt. Ja. Also, damit sollten wir doch das Paar gerettet haben. Komm, jawohl. Das war gar nicht so einfach, der letzte Putt. Also, plus 1 nach den ersten 9. Ist doch eigentlich ganz okay. Kann ich ganz gut mit leben. Sollte eigentlich in Ordnung sein. Schön. Also, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wir werfen eben nochmal ganz kurz einen Blick auf die Scorekarte. Also, ein
Birdie, ein Double Boogie, ansonsten paar. Ja, wir werden zusehen, dass wir jetzt vielleicht zwei Birdies schaffen, denn auf den zweiten neun und vielleicht einfach mal eine Runde ohne Boogie auskommen, auch wenn es schon zu spät ist, aber naja, wir werden es sehen. Ich sag danke fürs Zuschauen, würde mich natürlich über jeden Daumen hoch freuen, dauert nur eine Sekunde, nicht mal. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Macht's gut.